Farbe ist blau geworden. Na, blau ist bei mir nicht groß, aber ich hatte drei Farben drin. Ich bin laut ausgezogen, da hast du schon erst einen Anlassfarben gesehen. Damit schon mal ein recht herzliches Hallo hier zum Samstagnachmittag von der Prisnitztalkampfbahn. Der SV Klasede begrüßt vor allem als allererstes seine Gäste von der BSG Stahl Schmiedeberg. Dankeschön.
Test 1, 2, 3. Hallo Silvio. Ja, heute hier der nachgeholte, der 18. Spieltag ist es. Keine Mannschaft hat bis jetzt 17 Spiele. Das liegt an den vielen Nachholern. Aber ein Blick auf die Tabelle verrät trotzdem, dass es heute hier um einiges geht. Dabei ist die BSG Stahl Schmiedeberg derzeit mit noch einem Spiel weniger auf dem dritten Rang mit 24 Punkten und unsere Mannschaft vom SV Klausede aktuell auf dem ersten Tabellenplatz mit 27 Punkten. Wir haben noch 5 Minuten bis zum Anstoß und wollen die begleiten mit unserer Hymne von Hans-Karl König. Und um ein SVG. Wenn's läuft. Sind da und auch ein besonderes Hallo an den Mann mit roter Jacke und grauen Haar, unser ältestes Vereinsmitglied, heute wieder hier auf dem Sportplatz. Armin, schön, dass du da bist. Herzliches Willkommen. So, das Schiedsrichtergespann ist auf der Höhe der Mittellinie. Und wir begrüßen recht herzlich die Assistenten Jürgen Werner und Philipp Lotze mit Hauptschiedsrichter Tom Steven Ritter. Und wir stellen unsere Gäste von der BSG Stahl Schmiedeberg vor. Im Tor mit der 21 Sascha Böttcher. Mit der 2 Michael Schmidt. Mit der 3 Tim Franiger. Mit der 4 Philipp Hänisch. Mit der 5 Kapitän Paul Geisler. Mit der 6 Lukas Wilmsen. Mit der 8 Tim Hölzel. Mit der 11 Lukas Jentsch. Mit der 12 Florian Neke. Mit der 15 Erik Bolz. Und mit der 17 Maximilian Bartel. Auf der Auswechselbank bei Schmiedeberg nimmt Platz fürs Tor Henry Gocht. Mit der 7 Rubens Heine, mit der 10 Andreas Kurt, mit der 16 Dustin Barschke, mit der 18 Robert Del Negro. Trainer ist Marcel Hochgesandt. Die Vorstellung unserer Heimmannschaft vom SV Klausede beim heutigen Heimspiel. Im Tor mit der 22 Maximilian Seidel, mit der 4 Franz Schüring, mit der 5 Colin Hamann, mit der 6 Steve Böhme, mit der 7 Igor Bernardo Paul Soltogard Brito, mit der 9 Felix Jebbelt, mit der 13 Alexander Bednarer, mit der 14 Jonathan Öpping,
Mit der 18 Philipp Funke. Mit der 19 unser Geburtstagskind aus der Woche. Alles Gute zum 44. Sascha Pöschel. Mit der 20 Kai Kunze. Auf der Bank nehmen Platz fürs Tor Pierre Oertel, René Klotsche, Florian Heidling, Tobias Schön, Maximilian Paul und Christoph Diesler. Unser Coach Andreas Rauschebart Faust. Auf ein gutes Spiel, allen Besuchern viel Spaß und dem Schiedsrichtergespann eine gute Leitung. Dankeschön. Und willkommen im Livestream. Zeiger läuft noch nicht. Kriegen wir aber gleich hin. Igor ist das erste Mal im Angriff. Gut, Jungs! Mal ganz kurz. Nein, warum geht das nicht? Glückwunsch. Na eben, hat heute gewonnen. Bist du die ganze Zeit hier? Denke ich mal. Die ganze Zeit bist du nicht. Na, halt, halt. Komm, komm, komm. Die erste Vierer, ja. Nach der ersten Stunde miteinander gemacht. Bist du bis Apfel 4? Ja. Nee, weiß nicht. Du bist bis zum Apfel 4? Ja. Bist du eine falsche Info heute? Hallo. Richtig. Kannst du mal einen Feind tun? Ach Mensch, lustig. Komm mal bitte her. Du musst mal die Pause eingeben. Oder öffne bloß mal, gib mal bei Google Flexi-Score ein. Kriegst sonst die Anzeige nicht hin. Ist gemütlich.
Flexis. XY. Öffne. Boah, wie ist das bei dir so langsam? Hast du kein Netz? Login oder was? Ja. Groß SVG. Danke, Bingner. Dankeschön. Und dir alles Gute zum Papa nochmal. Kleine Familie? Passwort genauso? Groß SVG. Kleine Familie. Ausgerichtet. Das ist so schön. Auf Restart. Gib mal hier unten 5 Minuten ein. Und set. Plus 5. Ja. Und jetzt auf Start. Ja, ist aktualisiert nicht. Wie funktioniert das? Ich weiß aber nicht warum. Na gut. Das war abprobiert. Danke trotzdem. Spielstandsanzeige läuft aus irgendeinem Grund heute nicht. Ich habe eine Idee, warte mal. Kann sein, dass der Stream kurz weg ist. Hast du die Seite noch auf? Mhm. Okay, jetzt nochmal Start. Zeit. Nee. Oder jetzt. Von dir ist gerade! Schönes Ding, komm! Oh, fuck! Oh, da geht's hin. Oh, der ist immer noch nicht! Oh. Boah! Kannst du mir noch einen Anruf fahren? Also das geht nie. Das können wir jetzt weglassen. Öffnen wir MDR Jump. Servus. Armin. Hallo, sei gegrüßt. Danke schön. Selbstverständlich, also der Ehrengäste. Guten Tag, wer ist das? Hallo? Nee. Das ist einer von der D-Jugend. Von der D-Jugend, und wer ist das? Genau. Der junge Mann? Soll ich mal vor? Machen wir mal weg. Lennox. Nee. Papa spielt auch mit, ja. Das ist Papa ist mit. Sag mal, 15, 10 wird schon gefahren, weißt du? Ja. Böhmer. Und lass mal 15, 10 mal brauchen wir das. Also wenn die irgendwas von Spuren... Nimmt das immer, wenn ich hier rein für die Musik auch, oder? Das musst du mal kurz nachlesen, ja. Es kann nur sein, es kommt erst 16, 10. Aber ich brauche das als ordentliche Öffnung. Weißt du. Weiter! Sein Sohn hat gespielt. Der Marco, das ist der Sohn von ihm. Ah ja, der Marco. Warum geht die Spielstandsanzeige heute nicht? Das nervt mich. Ja, ich glaube, jawohl, herrlich! Schieß 3! Oh Mann, das nächste dicke Ding! Oh, Riesenchance! Ja, Junge, da ist gut, den habe ich schon schlüssig. Ja, ich weiß nicht, was hat er für eine Nummer? Haben wir andere Nummer? Lizenz? Nee. Die haben ja auch recht. Die Nummern bleiben eigentlich. Ja, da. 7 haben wir. Ja, die 7, da hat jemand. Ja, das ist ein guter Mann. Gibt keine Frage. Ach, zwei ganz dicke Dinger schon hier dabei. Umstehen. Ist gut. Klaus, da gut.
Armin, wir sind für die Schwarzen, ne? Du standst die ganze Zeit bei den Schmiedeberger hin. Warum? Du weißt, du kennst es doch nicht. Ich hab doch. Ich hab 4 Jahre mit Leben gemacht. Wie läuft das hier noch? Hast du alles im Griff? Hallo. Ich versuch's. Wir haben heute Frühfußball gewinnen, das reicht nicht mehr. Meine zwei Jungs. Zieh dich mal zurück. Los, fast, jetzt kommt. Verpasse das nie. Es ist schon Zähne. Mach's ruhig recht laut. Ich will so live hören. Wir sind mal zugezogen. Wir haben mal einen Schlottwitz gewohnt. Wir sind mal zugezogen und Schlottwitz. Ja, ich sag's mal ganz ehrlich. Drei Minuten vielleicht. Also du kannst ja dann oben auf Beenden drücken. Das Lied, wenn das Lied vorbei ist, kommt irgendwas. Schießt! Genauso wie er kommt, musst du nicht drauf lassen. Stark, Alex! Einmal frei, du! Oh! Hauptsache, du verpasst die Aufnahme nicht. Dr. Bart oder was? Steve! Mensch! Pass doch mal auf dort, ey. Das kann nur 16 sehen werden. Also. Hey, kommt, ihr müsst bitte laufen hier. Ach, im Mittelfeld, dann bitte vor einem Grillpunkt. Sascha läuft hier. Ach, du bist Boxen. Kann ich in der Halbzeit machen, wenn es ist. Alles gut? Super Ball. Sehr schön. So, naja, gut. Bin ich viel besser. Irgendeine Sendung hier wollen wir. Weil ich fern mir zu Hause. Oh, nee, das ist ganz weich. Nee, nee. Ihr seid ja ganz andere Lederbälle früher. Ja, ja. Gewöhnt gewesen. Wo ist der drüben? Da drüben, nicht wahr? Aber heute wird er schön geschimmert. Körper, Funky, mehr Körper! Können wir gleich schon. Mensch, Lien, was ist das? Wie lange geht denn das Lied? Ja, mach an, mach offen aber. Ah, du weißt doch schon mal, wie es funktioniert. Ja. Hand! Hey! Probieren.
Der hat einen Ball ins Gesicht gekriegt. Das tut weh. Der Ball im Gesicht tut weh. Hey. Hallo. Okay, nimm mal. Oh, wie? Nee. Komm, der ist gut. Jawohl. Ja. Ah, nee. Die dritte Riesenchance. Oh. Mann, schau. Das ist es. Das ist es wirklich. Hey, Heinz. Ja, hier ist er. Oh, nee, hier hat sie nicht Spaß gemacht. Trotz Fein. Abspielen lässt sie quer, Mensch. Okay. Hallo Kolinski, einmal frei du. Was wurden jetzt auch der Sohn Halsen? Der Sohn Halsen, da wollte ich bestimmt. Hast du das Flexi-Score noch auf? Hallo, Gotte! 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 Das kann nicht wahr sein, gell. Oh Gott, das ist hier vorbei. Ja, die früher. Jawohl! Oh! Oh! Super! Muss es deine Variante kennen, der. Na, der Sascha. Sascha wirft weit. Dann muss er entweder weiter wirken. Das war das, oder? Ich war jetzt, oder? Ah. Ein großes Foul. Insert? Nee? Das ist nicht weg. Das ist warte mal, das versuche ich mal abzuschreiben. Du kannst ja schon mal auf 16, 17 Minuten stellen. Und dann oben auf Start. Ach Scheiße, ich muss den ganzen Kult abschreiben. Ja, letzte Woche hat das super funktioniert. Kannst du mir die Textzeile bei WhatsApp schicken? Also den Code hinten auf Copy. Wir müssen ganz kurz was probieren für die Spielstandsanzeige. Ja.
Bitte privat in keine Gruppe. Das ist einfach, da kann ja nochmal einsparen, oder? Ja, jetzt. Das ist ja schon das Problem. Da wird es einigen. Steht dort wieder Last Connection? Nein, nein, nein. Läuft die Zeit? Nein, die hat es noch nicht. Ja, jetzt läuft die Zeit. Oh, das gibt's doch nie. Null, ich bin bei Null gestartet. 20. So. Jetzt startet. Ja, jetzt läuft sie. Firmi. Das gibt's doch gar nicht. Wieso schnell? Ich fliege hier runter. Ja, jetzt bei der zweiten Leiter. Luki, wenn er sich schon verletzt hat, ist er wenigstens hier für die Technik da. Stand im Abseits, aber das hat keiner gesehen. Ja, doch. Oh ja. Oh ja. War wirklich Abseits. Leider. Schön. Schön, Steve, einmal weiter. Später.
Die 17 habe ich damals in der C, in der A und in der B gespielt. Mit der C habe ich in der A gespielt. Mit der Lego-Stift habe ich in der B gespielt. Heute und der Fotos habe ich C und B gespielt. Okay. Und dann habe ich in der ich gedacht, so viel Spiel. Hat Oskar dich schon gesehen? Da muss ja irgendwo sein. Überall und nirgends. Komm, komm, komm. Null müsst ihr schon stehen. Ja, Alex. Ich muss bloß einen Alex ein bisschen frei blocken. Einen Alex ein bisschen frei blocken. Thank you.
Was? Nee. Ja! Ja! Jawohl! Die 28. Spielminute. Tor für unseren SVG. Und der Torschütze, unser Apfeljunge, Colin Hamann. Neuer Spielstand, SVG 1, Steich-Miedeberg 0. Ja, was? Die Zeit läuft, oder? Nee, die hast du gesettet. Nee, die ist halt auch noch nicht. Also neu eingeben. 1-Bunch steht da. Ja, 1-Bunch. Ja, läuft. Das ist so offen. Wenn ich schließe, dann stand wieder 2 Meter, aber ich sage jetzt nicht mehr. Na gut. Ich weiß nicht, so 60% Abfall müsste sein. Letzte Woche hat es nie geflutscht. Jetzt dreh mich an das Mikrofon. Ja, ich lasse alles auf voll und. Ah. Jawohl, Jungs! Ja, eigentlich. Meine ja auch nicht. Sehr gut, Jungs. Nur Druck, nur Druck. Ja. Wieder die Pfote. Keine Ahnung, ob das damals mal die Aufforderung war, ja, dass es gespielt werden kann. Die Mauer sieht ja richtig schlecht aus. Außer der goldene Findling, der da ist beim Schiedsrichter. Kannst du froh sein, dass der Mann nicht so was passiert ist? Dani, servus. Wie war's in Tipps heute? Dani, wie war's? Damit ich in der Halbzeit was hab zu berichten. Ja, warst du in Tipps? Nee, du warst ja nicht. Hm? Nee. Ach! Ach! Oh! Mann, das musst du doch nicht pfeifen. Also. Lennox, hast du genetzt? Hast du genetzt? Ein Tor geschossen hast. Fast. Ja. 3-1, ne? Ich muss damit zu tun.
Sehr viel los, zwei Staffeln gleichzeitig und noch dazu die E-Jugend. Unsere beiden Teams haben ihre Sache gut gemacht und unserem SVG würde ich vertreten. Danke, Daniel. Dankeschön. Das ist doch die Zusammenfassung, die ich auch brauche. Damit kann ich da arbeiten. Noch besser wären ein paar Bilder gewesen. Ah, die können ja noch kommen. Aus der E-Jugend von Neustadt habe ich so heute schon. Hast recht, Ossi. Ist das so? Gut, Dani, mach mal. Jetzt sind die Nachrichten nicht gut. Das beeinträchtigt nur den Stream. Es läuft alles über ein Gerät. Fertig. Hab's nebenbei ein bisschen blubbern sehen. Gibt ja Wischeres zum Samstagmittag. Ja. Gartenversammlung. Ich hab noch nicht gehört. Neue Streamtechnik? Nö. Was ist denn für eine neue Streamtechnik? Alles mein Handy. Mehr Streamtechnik geht nicht. Nur die Spielstandsanzeige muss über ein zusätzliches laufen. Das hat der Lukas jetzt hingekriegt. Guck mal einen Daumen hoch für Lukas hier rein. Komm, komm, komm. Die Chancen nie genutzt. Ne? Also mindestens 300% schon ausgelassen. Man muss nie verübeln. Ne? Sonst immer das Tor in den ersten 10 Minuten. Heute die Chancen mal liegen lassen, dafür danach eiskalt zugeschlagen. Ja, alles andere wäre jetzt meckern auf hohem Niveau. Warte noch mal!
Elan-Schuhe halten, oder? Super hinten rausgespielt. Ball nur müh zu lang. Ach, schöner Spielball. Kriegt halt oben wieder eine mit, ne? Ruhig, ruhig. Hinterm Alex durchlaufen! Gibt eine Ecke hinterher. Rotzfrisch. Und Felix? Fast geklappt. Ich dachte, du wolltest reinstoppen. Komm, komm! Und Achtermal wieder! Achtermal! Oh, was? Stefan, würdest du jetzt gehen? Ja, in der Halbzeit ist immer schlecht. Jetzt sind noch 5 Minuten. Haben die alle gelacht, hast du das mal Großschweiß bestellt? Ja, ich möchte sagen, was gibt es jetzt noch? Du kannst ja noch jemanden mitnehmen. Du musst das alle noch. Nee, ich nehme erstmal einen Schluck. Damit die angesoffen ist, nicht, dass er immer im Bett geht. Ich komme jetzt nicht ran. In Kastenfeld und in Kasten oder was? Manne? Vom Stefan Mühle, die Nummer hast du auch, oder? Oder Nico? Stefan Mühle, die Nummer? Kannst du mal anrufen, der muss mal herkommen. Bitte. In der 88. Minute brauchen wir nicht mehr kommen. Raus! 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 Du mit der Tour! Hey! Komm!
Ein Uli Rosenkranz. Ein Uli Rosenkranz? Bitte? Kannst du auf 0 setzen erstmal? Oder auf 45 gleich? Das war der Halbzeitpfiff und der Spielstand SV Glasede Stahlschmiedeberg 1:0. Ich hab hier noch keinen richtigen Mix drauf, der hörbar ist. Thank you.
Wir müssten nur die Halbzeitpause mal kurz nutzen. Ich glaube, es ist ein weißer BMW und ein Transporter von Mörli. Mal bitte von den Garagen wegfahren. Danke euch. Ach, du bist ja hier. Ja, klar. Es ist zwar schwer dort oben, aber die Garagen, da kriegt man Ärger. Die Halbzeitpause noch mal kurz nutzen, um euch auf dem Aktuellen zu halten rund um unseren SVG. Herzliches Willkommen noch mal an alle, die jetzt nachträglich gekommen sind. Vor allem unsere Gäste aus Schmiedeberg. Schön, dass ihr da seid. Für euch ein paar Spielstände. Bereits am Mittwoch war hier der erste FC Pirna in der D-Junioren-Kreisoberliga zu Gast. Pirna konnte knapp 1-0 gewinnen. Wiedergutmachen konnte unsere D-Jugend das heute früh in Neustadt, Sachsen. 10 Uhr Anstoß, man will gar nicht drüber nachdenken, wann die losgefahren sind. 3-1 Sieg für unsere D-Jugend, super Jungs. Dann weiterhin heute früh hier aktiv, 9.30 Uhr unsere E-Jugend in der Kreisoberliga gegen den TSV Kreischer, da verlor man leider. Und unsere F-Union beim Kinderfestival in Debreutiswalde haben heute früh teilgenommen und wie ich erfahren habe, auch da erfolgreich abgeschnitten. Wunderbar. Ein kleiner Hinweis noch an alle SVG-Mitglieder, vielleicht habt ihr es mit der Eintrittskarte gerade erhalten. Seit dieser Woche, und wir sind stolz drauf, ein neuer Sponsor mit dem Freenet-Shop in Pirna von Steffen Wuttke. Guckt euch das Angebot gern an. Unser SVG bekommt jetzt dort zukünftig bei jedem Vertragsabschluss unserer SVG-Mitglieder eine Beteiligung und die Angebote sind wirklich spitze. So viel dahin, schöne Halbzeitpause noch und bis gleich. Kreuzung kam mir entgegen. Wer? Der Stefan. Ach, ne Sister. Könnt ihr da der Kleinen Bescheid geben? Vom Igel? Ach so. Ich hab keinen Igel.
Werden ich angerufen? Zur zweiten Halbzeit, Spielstand 1:0 für unseren SVG. Viel Spaß. Ist aber auf 0. Du hast nie auf, du musst auf 45 vor einstellen. Mir läuft auf 45. Komm mal her. Mir läuft 45. Schau mal hier, tu nochmal auf 46 jetzt gehen. Und mach mal oben zweites Quarter. Ah, deswegen, wahrscheinlich. Stopp. Ja, gefährlich. Jawohl. Jetzt läuft's. Jawohl. Und denkst du dran in 5 Minuten? Ja. Dann 10. Jetzt sind wir 30 Sekunden vor auf der Zeit, aber das macht nicht. Ja, das wird aber gehen. Also 85. 85. 185. 61 Zäune plus 10 Kinder. 85. Gut. Aber 20 Kinder. Komm! Hey! Jawoll! Jawoll! So muss es losgehen. Sau stark gemacht, Felix. Sau stark gemacht, Felix. Perfekt. Das war vorbestraft, haben gewesen. Ja, Körper dazwischen gebracht. Ja. So musst du es machen. War perfekt. Ja. Erik, das sind 11 Meter. So, das gelingt, oder? Immer wenn ich komme, gelingt das. Vorsicht, komm. Jetzt wieder. Sollte leider nicht so gelingen. Das war viel Gold. Ja. Also, das hast du jeder gesehen. Ganz klar. Er schlüpft sogar, egal wenn du vorbeischießt. Ich glaube nur, wenn er an den Posten schießt. Wiederholung. Flintenfahrt, Schnee. Im Video dann die Woche. Der war leider ein ganzes Stückchen zu hoch. Mann, so ein Ding. Vielen Dank, Sir. Alles gut. Du musst ja bloß diese Kreuzung runterfahren, da kam er ja. Ich habe schon einen Schlattwitz gesehen. Habt ihr einen Ickel hier erreichen können? Da werde ich angerufen. Ist egal, die kann nur mal eine Stunde draußen stehen. Das wird auch wieder draußen. Sie muss jedes Morgen draußen stehen. Ich. Diese Aufregung. Digga, wir haben hier schon anonyme Draufrebe. Ich weiß, wer hier schlecht ist. Der Stefan ist nicht da. Na? Wünsche Bescheid, danke dir. Das lässt keine Ruhe. Das ist aber auch nicht in ihren Unterschieden, würde ich behaupten, oder?
Ist doch super, die Bilder kann man doch verwenden. Ja, ja. Muss ich... Aber es geht halt um den Frucht. Ja, ja, das macht er nicht. Das ist ja gut, dass man dann mal Material kriegt. Auf unseren ganzen Aufrufe gibt es ja kein Material. Machst du was falsch, kaufst du ins Material. Das heißt dann ja exakt 100 Jahre, mindestens. Hätte um die 100 Jahre jetzt einfach. Ja, mein Schatz. Hast du eigentlich schon Wiener gefordert? Lass dich schmecken. Oski ist versorgt. Nee, meine ich Inken, meine ich. Nur, wo steht denn das? Was nee, Inken, ich haha, alle. Nur, da kaufst du ein neues. Wenn du durstig bist. Komm. Oh. Stark, Alex! Hab noch Bilder von heute, von unserer Jugendzeit. Kuni, raus damit. Immer her damit. Nehmen wir alles. Hat man wieder überhaupt irgendeiner was gehört von Komm, Alex. Ist immer wieder irgendwas gehört von dem da hier von Dave? Ach, von dem, hier der Fischer Dave? Ja. Der ist irgendwo Geschäftsführer im Westen. Ne, ich weiß. Saarbrücken oder sowas. Ja, ja! Oh! Mann, so ein geiles Ding, ey. Der war nicht aus der Drehung, das war das Problem. Da hätte ich noch mal drehen müssen. Aber der war schon ziemlich gut. Immer mit der Längsachse noch drehen. Also was der aus der Drehung vor Dinger haut, das ist fies. Komm, Steve. Herrlich. Oh. Aber da ist auch irgendwie ein Mordverein. Ja, ja, der. Aber was der extra immer? Er hat es mal gesagt, da machen wir halt. Mal da. Nie gedacht, Dave Fischer. Mhm. Ja, sonst wäre früher mal einfach über den Platz, da hast du gedacht. Lukas? Bleib ruhig hier bei mir. Ich bin ein bisschen nervös. Komm! Oh mein Gott! Hey, abseits! Was? Mensch, Schiri! Abseits! Geil! Ja, ne? Ruhig! Oh, der wäre wieder nicht drin. Der wäre wieder nicht drin gewesen. Ach, was denn? Was jetzt? Für den oder für den? Ich weiß nicht, was er pfeift. Ist das Wort okay, Foul? Weiß ich nie. Das
Waren beides Presssachen? Also nee, war für das nächste bestimmt. Fürs zweite, ne? Selbst das war keine Frage? Fürs zweite Fall hatte. Also weiß ich nicht. Ich weiß, beim zweiten Mal gar nicht so sehr. Der hat ja den Kontakt gesucht. Nach der Abseits. Nach der Abseitsentscheidung vorher. Was ist Schweinklingel? Denk an die Aufnahme. Lass laut konstant auf inner Lautstärke. Sascha Einwurf, komm. Besser als eine Ecke. Von dort ein Einwurf. Oh, gut. Direkt ein. Oh, Scheiße. Gut, Felix. Ist das schlimm, wenn du sie einen Tropfen abkriegst? Katastrophal, oder?
kann aber am Leitbus liegen. Jeder kennt von uns Sport im Osten und die Livestreams sind natürlich dann nochmal. Ja! Jawohl! Das ist Bettmacher, wie ihr lebt und lebt. Die 60. Spielminute. Tor für unseren SVG. Und der Torschütze trägt die Rückennummer 13. Alexander Bettnacher. Neuer Spielstand. SV Glasede 2. Schmiedeberg 0. Bisschen laut, Nico? Oder? Bisschen laut? Warst du zu laut? Jawohl! Jawohl! Angst. Hol doch mal zurück, ist das geht, oder? Du musst auf 2-0 tippen. Achso, ja, stimmt. Wieder was. Ja, wie letzte Woche. Oh, der nächste! Probier's nochmal! Wie denn? Aufs Eigentor. Was denn? Der spielt doch einen Ball! Mensch! Hey! Der kann doch nicht dafür, dass der Schiedsrichter pfeift. Mann, das ist doch kein Foul. Da ist er noch beschissen. Ja. Sehr gut. Gut. Das klappt. Das läuft mit dir wirklich wie. Abseits. Lukas, einen Auftrag hast du noch. Schneide das mal so. Jetzt. Wird das dann auch mal abspielen? So, dass der Start ins Ende. Und dann muss es mir per Airdrop mal sein. Oh, Spielerwechsel? Wer ist denn raus? Der alte 3, ja? Wechsel oder rot? Nee, ich bin der Wechsel. Wechsel. Der rote Stress hat er angehabt. Ja. Die 62. Spielminute. Spielerwechsel bei unseren Gästen vom Stahl Schmiedeberg. Den Platz verlässt mit der 3 Tim Walker. Und neu auf dem Feld ist Alexander Kurt. Oh, und wieder nicht geschwenkt. Lennox, alles klar? Ja. Der Schneid. Alle Wege führen zurück nach Glasede.
Wenn bin ich schon bei dem gewesen? Oh! Vor drei Wochen? Oh, eine ganze Weile. Quatsch. Ich will es bei euch. Was mit dem los ist? Nee, er geht dann wieder voll rein. Gutes halt so bestimmt. Dann sind wir wieder ein Tier drum, da haben wir mit 4 Stunden angefangen und jetzt geht er wieder voll rein. Aber seine Frau ist noch in der Garage. Ja, ja. Jo. Die 65. Spielminute, Spielerwechsel bei unserem SVG. Wir sagen Dankeschön mit der 20, Kai Kunze. Und neu im Spiel ist mit der 2, René Klotsche. Auch bei Klotsche kann man mal klatschen hier. Der hätte ja vor 2 Wochen fast das Tor des Jahrhunderts geschossen. Hat er. Was ist eine Klatsche? Mhm. Der macht auch mit? Nu? Ich bin keine Schau. Den kennst du. Liebe da. Kommt der Ufer 5,6? Nö, noch. AG Holzhacker? AG Holzhacker? War das der Liebe da? Die mit seinem Taxi oder was? Nixon, moin. Grüße gehen raus. Habt ihr auch gespielt? Genau. Nee, das ist kein Oscar. Ach, der hat er bestellt? Gute Frage. Hat er bestimmt bezahlt? Nee. Auf 2 Schleimer? Hup, hup, ach, der Orgel war das. Orgel, Grüße. Schöne Stimme, die mich vorhin zum Radio erreicht hat. Ja. 12,50, ne? Ja, das hat viele nicht. Aber worauf ist, weiß ich nicht. Ich denke mal. Ich muss mal sehr viel beobachten jetzt. Wir spielen morgen in Flöha. Nick, nur das Beste für euch. Aber schön war die Stimme heute. Nee, ich bin ein bisschen erkältet, wie man vielleicht gehört hat. Die Qualität war irgendwie Bambusleitung. Aber ist ja egal. Cool, dass das geklappt hat. Oskar Wiener! Das auch. Ja, Felix. Marlene. Ah, scheiße. Fertig mit arbeiten. Da fährt man wohl über Jonsbach nach Bernstein. Das ist ja Quatsch. Ja, Nick, freut mich auch, wie die Sau. Freut mich auch. Und für das ganze Event. Gut, Alex! Gut, Alex! Lennox, such mal einen Oscar, bitte. Danke dir. Gehen wir mal zu 4 vorne. Wer hat die Tore gemacht? Das 1:0 der Kolinski und das 2:0 der Alex. Der Verbeter. Ja, genau. So sieht's aus. Sind sie älter geworden, haben sie gemerkt, dass die Jungen geht. Ja, dann. Aber dann sind die Guten so abgekommen. Also, ja, eine freiliche Stelle. Wenn du dann eine andere Möglichkeit hast, ja, dann bist du sonst genau.
Alex Tormaschine, ja, ist also wie da beim Kopfball, was der von Timing hat, das ist schon sensationell. Den seine Wiener sind fertig. Hast du dem das da gesagt? Danke dir. Das ist schon viel wert, wenn du ihn mit so einem Timing hast, da bei den guten Einwürfen und Ecken. Das ist eine sehr gute Waffe. Wenn sonst nicht viel hast, reicht. Die Schnelligkeit, die hat er leider nicht. Kopftreffer, pfeift er ab, ist richtig. Okay, da. Felix spielt mit, ja. Hat auch schon sehr starken Elfmeter rausgeholt, den haben wir leider verballert. Island! Vielen, vielen Dank für dein Sub, für unsere SVG-Jugend. Danke, danke, danke. Ah, schade. Dari, was ist los? 2-0 steht's. Und jetzt regnet's. Sonnenschein und Regen. Spielerwechsel, Doppelwechsel bei unseren Gästen von Stahl Schmiedeberg. Den Platz verlässt die 11. Lukas Jentsch neu auf dem Feld mit der 16. Da stehen Blaschke. Und den anderen Wechsel habe ich leider nicht gesehen. Aber gutes Spiel. Ja. Also wenn du verfolgt, macht das wie gesagt nicht aus, dass er ein bisschen weg kann. Aber wenn du die Schale von der Teufel dann voll mit Wasser ist, dann hast du Handys kleine Wassermusik. Oh, mein Handy stört das nicht. Günselsen, moin. Grüße gerne in die Schweiz. Colin Ronaldo, ja. Harry, genau so ist es. Nee, du bist es dann vorgestellt. Servus Gemeinde. So, Rico, und jetzt hast du wieder ein Glas oder Kunstrasen. Ja. Lieber Kunst auf dem Rasen statt Kunstrasen. Hab ich mal in der Schweiz beim Fußball auf dem Banner gesehen. Ja, ja. Es steht wieder 2-0 für unsere Mannen. Freuen wir uns sehr. Ah. Komm, wie heißt? Wenn Bier noch nass wird. Ich muss unten drunter stellen, dass es nicht mehr wird. Dann schmeckt es nicht mehr. Herrlich! Oh, das war gut. Und? Jawohl, war gut. Die 74. Spielminute, Spielerwechsel bei unserem SVG. Den Platz verlässt mit der 18. Philipp Funke, danke. Und neu im Spiel ist mit der Nummer 11 Maximilian Paul.
So, letzte Viertelstunde. Ja, aber ja, natürlich. Ja, 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 ja. Ja, ja. Wenn ich mit der Zeit schaue, oder? Ist 44. Aber das ist schön. Gute 10 Jahre, ja, Sascha? Aber du hast ja, also ich eigentlich. Ich habe die gesehen, die gekriegt. Ja, ich meine, bitte. Ich könnte sie dir vergleichen, das war gesehen, wenn ich aber schnell war. Ja, aber. Nee, spielen. Aber dort waren sie richtig stark. Ja, ja. Fand ich sie nicht. Aber wenn ich das sehe, dann werden wir kennen. Jetzt haben wir es gleich gut. Ja, in Duisburg haben sie abgesagt, wenn sie spielen. So, wegen Starkregen, weil der Platz im Spiel war. Da muss er wirklich beschwert haben. In Duisburg weint aber auch der Himmel, ne? Das hat dort nicht mit Regen zu tun. Dort weint der Himmel wirklich. Nein. Duisburg ist verloren. Nein. Nee, ja, aber. Das war ein ganz stark eigentlich noch. Ganz stark, Felix! Abseits, abseits, kommt hier. Aber ich wusste, dass das ein bisschen, aber es könnte ja sein, dass es auch okay ist, weil Russen ist ja die. Bis in den Jawohl, und Ecke. Bernd schon auch gerade als Schiffsvisier. Naja, hier scheint die ganze Zeit das Ende. Im Sommer dann mit. Und wenn du dann mitten in der Woche so wechselst, hast du quasi eine Woche Durchschnitt, dann musst du dann die Ende einhalten. Am Mittwoch noch wieder war. Und der Donnerstag war dann Sommer. So, Ecke. Sören, weißt du, was spektakulär war? Wenn bei der Ecke dein Traktor da runterrollt. So. So seitlich runterrollt. Und wenn du fragst, nee, den hat Schnee drauf. Oder bitte gepennt. Hey du, solange du Sascha drauf hast, das ist natürlich wieder utopisch gewesen. Was ja, jawohl. Mann, die Druck! Jawohl! Ja.
Jawohl. Der Hans doch vorstellt. Ja. Der lebt noch die Zehnte. Den habe ich gerade gesehen. War das 12. gestern schlecht oder was? Ja, der. Ich würde sagen, kann ich schon noch zu stellen. Alles geht. Aber hätte ich euch auf der anderen Seite hingelegt, ne? Dann hätte ich mich runter. Auf jeden Fall. Dampf, oder? Ja, Dampf. Wir haben die 82. Spielminute. Dabei bedankt sich der Sportverein Lasede für die aktuelle Zuschauerzahl. 6.693 Gesamteinwohner der Gemeinde Lasede bedanken sich am heutigen Spieltag für 85 Zuschauer. Das ist noch nicht aktualisiert. Dezember in Spansch. Die Gebete. Mit allen. Das soll nicht. Musste man Apple essen, Schwelinski. Das wäre im aktuellen Amtsblatt, danke Dani. Da brauchst du mal einen Auszug für. Das Wort für viel. Und wir wünschen dem Apfeljungen Colin Hamann gute Genesung auf der Stelle. Danke für das gute Spiel. Neu auf dem Feld mit der 8. Tobias Schön. Dani hat gerade geschrieben, stand neu drin jetzt. Aber parat hat sie Zahl keiner. Ah, oh ja, das ist schnell. Bisschen zu viel Zoom. Ah, der Bormann Mike spielt auch nicht mit, ne? Was mit dem? Und die Lippe abgefetzt. Oh, Tobi ist so schnell. Oh, der ist noch. Oh, immer gedreht. Oh, jetzt pfeift er gleich wieder. Wohl gar keiner mit uns dran war.
Oh, Steve. Aber jawohl, Steve! Da hat er wieder gepumpt. Absolut geil, das ist ein Bier. Aber die müssen auch mit 11 Uhr auf. Alles gut. Hä? Alles gut. Nee, ich sag das. Du brauchst dich damit nicht anlegen. Nee. Das bringt doch nichts. Nee, nee. Ja, fein. Der hat doch auch über die Gelbe eingehandelt, ne? Das war's ärgerlich so. Wir hatten es ja in Helgendorf, ne? Also die Zuschauer sind ja extrem. Ah, das, also, der alte Woche, also die hat mir alle Leisten am Zahlen kann. Kannst du dir anders vorstellen. Aber das ist doch schon immer. Schon immer. Kennst du den größten Schwimmer? Ja. Unser Fanatiker? Ja. Das ist irgendwo ein In Hegendorf hatten sie doch mal die Orte im Busch gehalten. Also, ne, klar. Team ab, Junge, Team ab! Nee. Hat doch Platz gehabt. Mensch. Nee, links. Linksfuß ist das. Franz ist Linksfuß, schon immer, so wie du. Deswegen habt ihr doch mal bei einer Seite gespielt. Ich würde dich auch nicht so mit. Der hat einen starken Ring und dann wollen wir einen. Kommst, komm, Felix. Ah, jawohl! Oh! Geil gehalten! Oh, geil gehalten! Da hat er alle Kahn gemacht, oder? Und Wegedorn dabei, scheinbar. Rein im Trabi-Fotball! Ja, ne? Können sein, also gut gehalten. Ne? Also, an den hat es nicht gelegt. Ne? Ich glaube, wir waren insgesamt 12. Ansonsten nach vorne gar nichts. 0 Punkte. Jawohl, Steve. Oh. Was denn abseits? Was will denn? Was winkt er denn immer? Boten? Ja, einmal heute am Hat Uli auch am Montag gesagt, dass er da Lampen fährt? Nein, nicht. Bei mir ist erst einmal am 12. Mai Kabarett. Da muss die Nico fragen, ob der bloß eine Box hinten drin ist oder nicht. Du weißt, mich stellst die Wände hinter 17 Uhr an. Noch ein Spielerwechsel bei unseren Gästen aus Schmiedeberg. Den Platz verlässt mit der 2 Michael Schmidt und Neuenfeld Robert Del Negro mit der 18. Ich glaube, 14 Tage später waren die in die Bienschweine. Andi, das könntest du immer besser. Die sollten ja auch in den Platz irgendwie. Vor 10 Jahren damals war es gegen Hennersdorf. Dann ist das ich bin im Ort. Klasse. Ciao.
Retschendorf hat einen schönen. Ja, ja, das ist ein schönes. Aber. Und Ecke. Das war ich. Der wohl schlecht hat auch ja, doch. Ja, gut, seine Frau war dann in der Kabine. Ja, macht er uns alles. Ohne ihn wäre der nicht gewesen. Das hat der Frank dahinter gestanden. Ja. Abpfiffeuerwerk und dann ist alles gut. Der pünktliche Abpfiff von Schiedsrichter Ritter. Das Endergebnis. Unser SV Glasede gewinnt gegen die Storch Miedeberg mit 2:0. Wir danken allen Zuschauern, die heute den Weg hier ins Präsenztal gefunden haben und die wir hoffentlich auch wieder begrüßen dürfen. Wünschen ein schönes Wochenende und sportfrei. Kannst du jetzt spielen?
für Andi kann es jetzt spielen. Ich kann natürlich noch was beißen. Nee. So, Leni steht so längst. Boah, da muss ich jetzt hier Lied. Jeden Tag mindestens ein Jahr, ich muss das kennen. Alle! Ja, das ist der Mittelstraße. Kein Spitzenrad heute? Ja, nicht. Ja. Ja. Dann brauchen wir beide nicht vorne. Ja, genau. Oder? Ja. Gut. Spitzenrader sind wir, das wissen wir. Danke an alle Zuschauer, auch hier im Livestream. Zwischenzeitlich über 30, freut uns sehr. Danke für die Abos, Follows und so weiter. Euch ein schönes Wochenende. Und in dem Sinne werden wir uns jetzt hier verabschieden. Wie das letzte Mal. Mit einem schönen Himmelsbild. Tick 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 t